Es gibt mittlerweile für allerlei Stoffe den passenden Kleber. Besonders gerät man an die Grenzen des Klebens, wenn es um das Thema Metall geht. Hierbei sollte definitiv ein sehr starker Kleber herangezogen werden. Dafür gibt es im Handel spezielle Metallkleber. Und wir haben mal einen kleinen Vergleich angestellt und so die besten Metallkleber hier nochmal kurz vorgestellt. Unten in der Videobeschreibung nochmal die Links zu den passenden Klebern mit dem besten Preis, den wir gefunden haben, und nochmal zusätzliche wissenswerte Informationen. Uhu gehört zu den Marken, die sich mittlerweile in Deutschland etabliert haben, natürlich international auch. Deshalb ist der erste Metallkleber, den wir hier empfehlen möchten, der Uhu Max Repair Extreme. Es handelt sich hierbei um einen universellen Reparaturkleber, der für sehr, sehr viele Reparaturen eingesetzt werden kann, im Innen- als auch im Außenbereich. Dieser ist transparent, kommt in der 8 Gramm Tube daher, kann aber auch in anderen Größen bestellt werden und ist sehr, sehr stark und gleichzeitig flexibel einsetzbar. Bleibt bei der Verklebung auch elastisch, was hier sehr, sehr von Vorteil ist. Und selbst wenn Erschütterungen oder Vibrationen auftreten, hält dieser Kleber, was er verspricht. Er ist zudem temperaturbeständig von minus 40 bis plus 120 Grad. Deshalb hier ein sehr, sehr hochwertiger Kleber, der zudem wasserbeständig und spülmaschinenfest ist. Lässt sich sehr gut auch bei Metall eben einsetzen. Metallen aller Art, auch laut Hersteller, somit sehr flexibel einsetzbar und auch in Sachen Preis-Leistung definitiv zu empfehlen. Zudem ist er ohne Lösungsmittel hergestellt. Der nächste empfehlenswerte Metallkleber hier in dieser Liste, nochmal vom Hersteller Uhu, hierbei mit praktischer Doppelkammerspritze. Hier der 28GK Klebstoff, der auch metallfarben daherkommt. Ein Zweikomponenten-Expositharz-Klebstoff, der insbesondere bei Fehlbohrungen, Löchern oder zum Ausbessern von Rissen hier verwendet werden kann. Und der praktische Vorteil hierbei ist, dass er fallbar ist nach Aushärtung und eben auch bohrbar. Vorteile ebenfalls sind die Schlagfestigkeit und auch die Temperaturbeständigkeit hier nochmal von minus 40 bis 120 Grad und die Tatsache, dass er auch alterungsbeständig ist. Ja, sehr schlagfest, was ebenfalls sehr, sehr viele Erfahrungsberichte nochmal zeigen und auch beständig gegen Öl, Feuchtigkeit, verdünnte Säuren, Laugen und andere Lösungsmittel, weshalb es sich hierbei um einen sehr, sehr praktischen und vielseitig einsetzbaren Metallkleber handelt, der allerdings, Vorsicht, Hautreaktionen auslösen kann und auch Augenschäden. Generell sollte man hier bei den Klebern aufpassen und im Idealfall auch Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Der nächste und letzte Metallkleber in diesem Metallklebervergleich ist der Partex Kraftmix Metallkleber. Auch hier ein Zwei-Komponenten-Epoxy-Kleber auf Expositharz-Basis. Ein sehr, sehr starker Kleber, der besonders gut geeignet eben ist, um Metall zu verkleben, also dementsprechend auch darauf ausgerichtet wurde. Aber auch andere Materialien lassen sich hier verkleben. Das Ganze kommt in einer 35 Gramm Dosierung daher und auch ist mit einer Spritze ausgestattet, lässt sich dadurch sehr, sehr gut eben auch einsetzen. In Kombination mit Glas, Holz, Stein, Porzellan und auch ganz vielen Kunststoffen lässt sich dieser Kleber einsetzen, aber eben insbesondere auch der Kraftmix bei Metall, ebenfalls temperaturbeständig bei 20 bis 150 Grad, auch für den Außenbereich, also sehr, sehr gut geeignet. Schnellhärtend, bereits nach 10 Minuten hier gehärtet und der Kleber ist dann handfest, benötigt für die Endfestigkeit jedoch 4 Stunden insgesamt und kann laut Hersteller sehr, sehr hohen Belastungen aushalten, was ebenfalls diverse Testberichte und Kundenmeinungen nochmal bestätigen. Auch gerade die schnelle Härtung hier wird sehr, sehr gerne gelobt und dass die Tatsache, dass sich der Kleber eben so vielseitig einsetzen lässt. Auch hier nochmal Vorsicht, bei der Verwendung eben nochmal wegen den Hautreizungen, die der Kleber auslösen kann. Und ja, auch frei von Staub und Schmutz oder Ölen am besten auskleben hier, bevor man hier den Kleber einsetzt. Aber alles in allem, aufgrund der sehr, sehr starken Klebfestigkeit hier und die Tatsache, dass wir auch eine silbrig metallfarbene Kleberkomponente hier haben und dementsprechend für Metall besonders gut geeignet ist,
und auch die Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol und Benzin hier. Deshalb ein Kleber, der auf voller und ganzer Linie überzeugt. Das war es auch schon mit diesem Metallklebervergleich. In der Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Informationen und die entsprechenden Links.